Herzlichen Dank, dass ihr euch für die Native Power Lernvideos interessiert. Hier erhaltet ihr eine Übersicht von dem Lernvideo. Es ist zusammengeschnitten, um in kurzen Auszügen zu zeigen, um welche Inhalte es sich handelt. Wenn die Lernvideos euch zugesagt haben und ihr habt gezielte Fragen zu den Inhalten, dann macht es Sinn, nochmal eine telefonische Beratung zu buchen. Wir freuen uns schon auf den Anruf von euch und die gute Zusammenarbeit. Willkommen zu dem Video von Native Power zur Pferdemistreduzierung um jeden Preis. Wir haben in den vergangenen Jahren uns intensiv mit Anwendungen zum Pferdemist beschäftigt und das Ganze auch mit Arbeiten im Labor begleitet, um herauszufinden, wie wir eine optimale Pferdemistreduzierung herbeiführen können. Ob das ein bakterieller Vorgang sein kann oder eher mit von Pilzen begleitet. In diesem Fall haben wir ein Verfahren entwickelt, das über Myzelien, Pilze und einer wässrigen Lösung dazu führt, dass Lignin und Zellulose als Bausteine von Einstreumaterialien und dem Pferdemist, dem Pferdeapfel selbst, zum Einsatz kommt und wir können aus unserer eigenen Erfahrung berichten. Der gesamte Vorgang auf der Mistplatte für die unterschiedlichen Methoden, die wir in den letzten Jahren entwickelt haben, basiert immer darauf, dass der Pferdeapfel komplett mechanisch zerstört wird und möglichst homogenisiert mit dem Einstreu zusammen auf der Mistplatte landet. Auf diesem Bild ist zu erkennen, dass hier ein Regen von Stroh und Pferdeapfeln auf die Mistplatte niedergeht, wobei der Pferdeapfel als solches von seiner Struktur her gar nicht mehr vorhanden ist, sondern mit seinem Einstreu zusammen eine Biomasse praktisch bildet. Die drei Methoden, die wir vorstellen, sind hier noch einmal kurz in der Ansicht. Die Volumenreduzierung um jeden Preis, die Pferdemistveredelung und Kompostierung und die Pferdemistveredelung, Kompostierung und Heizung. Alle drei Methoden basieren darauf, dass ein Häcksler zum Einsatz kommt. Das kann ein beliebiger Häcksler sein, der bereits auf dem Hof vorhanden ist. Es dreht sich darum, dass im Wesentlichen der Pferdeapfel mechanisch zerstört wird. Sollte es einen solchen Häcksler nicht geben oder der auch so ohne weiteres nicht verfügbar sein, haben wir hier einen Häcksler entwickelt, der all die ganzen Eigenschaften hat, die man braucht, um mit Pferdemist umzugehen. Wenn wir hier von einem Häcksler sprechen, dann ist es eher ein Pferdeapfelzerstörungssystem, was gleichzeitig über ein Gebläse den vertikutierten und auch homogenisierten Mist auf der Mistplatte verteilt. Die Anwendung 1, Reduzierung von Pferdemist zu einem sehr hohen Prozentsatz, nämlich bis zu 80 oder manchmal auch 90%, hat keinen Kompost zur Folge. Das Material wird komplett abgebaut und was übrig bleibt, ist dann letztendlich doch noch zu entsorgen. Die Ausgangsvoraussetzung ist, dass ihr eure Mistvolumen praktisch nicht loswerden könnt, weil es entweder von den Landwirten nicht abgeholt wird, beziehungsweise von denen nicht weiterverwendet wird, ihr selber eine zu kleine Mistplatte habt, um größere Mengen zu lagern oder auch zwischenzulagern. Und ihr könnt bei euch im den Betrieb den Kompost nicht einsetzen, um ihn als Wirtschaftsdünger auf Weiden und Koppeln auszubringen. Häufig sind dann auch alle Lagerstätten, die man zwischendurch verwendet und die mehr oder weniger geduldet sind, auch schon belegt oder gar nicht vorhanden. Und das Wichtige für euch ist, dass die Biomasse, also der Kompost oder das Material, was auf der Mistplatte entsteht, unabhängig von dem Einstreu ist, also egal welches Einstreu verwendet wird, ein Liter Pilzlösung kann 700 bis 1000 Kilo Pferdemist praktisch abbauen. Die Pilze brauchen dafür rund 30 Tage. Wir züchten die Pilze, wie hier auf dem Laborbild zu erkennen ist, in verschiedenen Nährlösungen.
Und die gleichmäßige Ausbringung auf der Mistplatte ist sehr wichtig. Genauso gehört dazu, dass während das auf der Mistplatte ausgebracht wird und übers Gebläse geht, die Mycel-Pilzlösung in wässriger Form mit hinzugegeben wird. Grundsätzlich ist aber immer in der Lösung, die wir ausgeliefert haben, ein so hoher Pilzanteil vorhanden, dass er auf der Mistplatte eine gute Arbeit vollbringen kann. Wie Diese oft muss man ganze wechseln? Zeit und auch die Maschinenleistung wird drastisch minimiert und findet so gut wie gar nicht mehr statt. Über den Einsatz von unserem Häcksler oder einem vorhandenen Häcksler findet ja schon mal eine Volumenreduzierung von 50 bis 60% statt und das eben von Tag 1, wo dieses Verfahren eingesetzt wird. Und durch den Einsatz der Mycel-Pilzlösung erfolgt dann nach 20 bis 30 Tagen eine zusätzliche Reduzierung um 30%. Die